Hallo liebe Bierfreunde von nah und fern und willkommen bei einem neuen Biertest mit mir, den alten Biersüffler. Ja Freunde, was haben wir heute auf dem Gartentisch hier? Hä? Ja, ihr seht richtig, wir haben mal wieder ein etwas spezielleres Fläschchen von einer wahren Bierspezialität. Ja, die Brauerei, die ja, regional betrachtet wirklich Bierspezialitäten raushaut. Ja, Weißbräu Kösslern ist mal wieder am Start, ne? Das heißt also Bayern mal wieder, Bayernliste. Naja, haben wir auch schon. Erst war die Hessenliste, davor hatten wir Bayern wieder gehabt. Macht nichts, kommen gute Biere her. Ja, und zwar möchte ich an dieser Stelle erstmal gleich zwei Personen grüßen recht herzlich. Die haben auch extra gesagt, Kopf, kannst du uns grüßen? Ja, ganz klar kann ich das machen. Und zwar war das einmal der Grisha und einmal der Raphael. Ja, Gruß geht raus. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen, weil ich verwechsel jetzt ja nicht irgendwelche Namen mit so vielen Leuten, die ich immer täglich zu tun habe. Aber die beiden sind mir schon ganz gut in Erinnerung geblieben, weil sie mich auf Insta haben angeschrieben, haben mit einer Feststellung so, hey, du alter Biersüffler, du hast da noch nicht das dunkle Hefeweißbier von uns probiert. Ja, und die beiden, die sind angehende Brauer, glaube ich, oder Braumeister, irgendwie so in diese Richtung. Auf jeden Fall arbeiten die da und kennen sich da auch mit Bier richtig aus und mögen wohl auch Bier. Und die haben dann gesagt so, ja, klasse, komm, dann muss der alte Biersüffler da mal testen. Ja, und dann haben sie mir dann auch gleich ein Paket zugeschickt, inklusive dieses geilen Bier, ne, dieses schöne Glas, ja, direkt Weißbräu Kösslern. Und da finde ich auch schon mal wieder richtig krass hier mit dieser, ja, Wellung hier drin. So eins hatte ich ja noch nicht, ne, das alte ist ja zum Bruch gegangen. Deswegen finde ich das ganz gut. Wir haben eigentlich auch originale Bierdeckel, nur ich Trottel, hab die wieder, oder? Ich hier einer? Nee, das liegt drüben, scheiße, na, ist egal. Weil die haben nämlich auch noch mal Bierdeckel mitgeschickt, einen kleinen Stapel. Aber die habe ich euch ja beim Unboxing-Video schon gezeigt. Wir haben ja ein schönes Unboxing gemacht von diesem Paket, was sie mir haben zugeschickt. Da waren ja zwei Flaschen drin. Und somit kommt es also, dass wir jetzt hier so eine Bierspezialität auf unserem Gabentisch haben. Und ihr merkt schon, ich lasse mir ein bisschen Zeit mit diesem Video, weil gute Biere soll man auch durchaus ein bisschen mehr Aufmerksamkeit schenken, nicht wahr? Ja, ja, Freunde, genau so ist das. Ja, was haben wir denn da? Zu der Vorgeschichte für die neuen Zuschauer, warum bin ich so begeistert? Ganz einfach, wir hatten Krone-Bewertung gegeben. Bei uns, bei den deutschen Weißbieren, ist das Weißbräu Kösslerner Urweiße immer noch auf Platz 1, unangefochten. Richtig geiles Bier, richtig die Hefebetonung, die liegt hier wirklich auf ein Maximum, ja, des Genusses. Also das ist wirklich geil, also die Hefeverarbeitung ist hier, gut, Olli würde jetzt sagen, der Ester, ne, der davon verarbeitet wird, geschmacklich. Aber ihr wisst, umgangssprachlich Hefe halt. Und die kommt richtig schön durch, schöne Trübung. Und das ist schon wirklich, oh, bonissimo. Und auch so Rohstoffqualität, also das ist schon wirklich Hammer. Ne? Und dann hatten wir einmal den Keiler gehabt. Das war dann also auch ein bisschen was Kräftigeres. Ne? So, oh, der Keiler, der war aber auch ordentlich so. Ne? Der hat ordentlich reingehauen mit seiner Hauer. Und dann hatten wir noch einen Pilz. Das Pilz war so ein bisschen, wo ich gesagt habe, okay, da hätte ich jetzt ein bisschen mehr erwartet, aber war auch okay. Also auf jeden Fall auch höheres Niveau. Und nun bin ich mal gespannt, was das Dunkle hier kann. Ja. Ja. Marktweiße. Oh. Mit einem blauen Etikett, ne? Und auch wieder schön hier so eine Flasche. Freunde, was laber ich hier groß rum? Ich würde sagen, wir machen einfach mal auf und schauen uns das Ganze mal an. Gut gekühlt ist es, kommt frisch aus dem Kühlschrank. Und dann schauen wir uns mal das an hier. So, also Entspannungsverdampfung, der Auspuff zeigt sich wieder, kommt ordentlich Qualm raus. Und wie soll ich das auch mal laufen, ne? Oh. So, oh ja, das ist auf jeden Fall ein dunkles. Und dann wollen wir mal gucken, was wir da Schönes haben. Ich habe auch richtig Bierdurst, Leute, aber wann habe ich das nicht, ne? So. Gut. Mal kurz mal sacken lassen und dann schenken wir den Rest nämlich noch auf. Dann haben wir nämlich eine schöne Trübung dann auch im Glas drin. Ja, was ich sofort feststelle, ist die Farbe. Sensationell, Leute. Das ist ja auch schon wieder, wo ich sage, wow, da haben sie nicht übertrieben. Das ist wirklich ein richtig dunkles. Das sieht so richtig erdig aus. Komm, wir holen da mal so ein bisschen die Hefe raus. Ich versuche mal so eine Hefespirale hinzubekommen. Oh, da fliegen wir wieder richtig in die Brocken da rein, du. Ja, herrlich, Freunde, so könnt ihr was erkennen. So, schauen wir uns das Ganze mal an, würde ich sagen, oder?
Ja, ist ein Bier. Gibt sich als Bier zu erkennen. Finde ich gut. So, von der Blume her. 1, 2, 3 Finger Blume kriegen wir locker hin. Ich sage immer, bei einem guten Weißbier fängt es mit 3 Fingern an. Alles, was da drunter ist, es mickert da irgendwie so vor sich hin. Und auch wenn meine Einschankkünste sicherlich nicht die besten sind, aber ich sag mal so, das seht ihr selbst. Also das ist schon ordentlich. Das ist richtig feinporig, richtig fluffig und hat natürlich auch die Farbe angenommen von dem Malz. Und daher ist das ein bisschen ja, cremeweiß, geht schon fast in diese Richtung Cappuccino-Farben rein. Der Zerfall hält sich absolut in Grenzen, das heißt also 90 Sekunden Standard kriegen wir auch hier problemlos hin. Ich halte das mal so ein bisschen rein, dass ihr das so erkennt. Also das sieht wirklich fantastisch aus, ja auch in diesem Glas, wie es sich da präsentiert. Sauber. So, und jetzt kommt das Besondere, das ist tatsächlich die Farbe. Und das ist auch wirklich, das übertreibe ich jetzt nicht, weil ich jetzt eh Fan bin der Brauerei, sondern wirklich... Also entweder liegt es an dem Glas oder das liegt wirklich jetzt hier an dem Bier. Das sieht so richtig erdig aus. Das ist so richtig so eine naturelle Erdfarbe. Das ist so ein Braunton, leicht orange ist da noch mit drin. Und ja, hundertprozentig blickdicht. Ich kann da nicht durchgucken. Da steht die Softbox. Also das ist wirklich richtig naturtrüb. Und dementsprechend kann ich auch hier kaum Karbonisierung, Perlange oder ähnliches erkennen. Das ist alles wirklich fantastisch. Also auch eine Hefespirale erkenne ich da jetzt nicht drin, weil das dermaßen trüb ist. Also sieht richtig erdig aus. Also Optik, Ästhetik, Leute, so wie das da steht. Und ich hoffe, ihr gebt mir recht und das ist ohne Übertreibung, aber das sieht doch wirklich lecker aus, oder? Oh, stellt euch vor, Biergarten, da die Sonne, da die knallt einen auf den Kopf rauf und alle, ne, und erfrischendes Bier, also komm, ja locker, 5 von 5/6 möglichen Punkten. Warum keine Krone-Bewertung? Weil das kauft er mir eh nicht ab. Also aus dem Grund, für mich ist es eine Krone-Bewertung, aber objektiv machen wir 5 von 5 für die Optik, für die Ästhetik. Sehr, sehr schönes Bier, sieht gut aus. Wie viele Umdrehungen hat der ganze Spaß hier eigentlich? Steht das da drauf? Oh, jetzt habe ich das Etikett auch gerissen, Schatz. Oh je, Freunde, jetzt kann ich euch das gar nicht sagen, muss ich bei Antet gucken. Ich weiß nicht, aber kriege ich das hier noch hin? 5,2, hat 5,2%, also ganz normales Weißbier. So, dann wollen wir mal anschnuppern, ne? Mal gucken, was das Bouquet so schön ist, vorzaubert. Oh ja, hier, was haben wir denn da? Okay, riecht ganz anders als die Urweiße. Muss ich schon mal. Das ist wesentlich nussiger und lieblicher hier. Mein Gott, ist das nussig. Freunde, das ist ja. Das macht uns ja hier fast Konkurrenz mit unserem hier. Lutherpilz, Reformationspilz, Thüringen, ne? Oder Ritter Karl Butz. Das ist schon so, in diese Richtung geht das rein. Aber das ist so mehr so, ich würde fast sagen, ein bisschen lieblicher. Also da du merkst richtig so dieses Getreide, das kommt so richtig nach vorne und das bringt so eine gewisse Lieblichkeit mit. Da riechst du richtig raus. Das ist so richtig frisches Getreidefeld, ne? Aber das ist noch vorher mit dem Zuckerstreuer rübergegangen, so. Symbolisch, ihr wisst, was ich meine, ne? Also schönes. Oh, doch schön, herrlich. So richtig, ja, kernig, urig, ja, das ist schon. Oh, sehr ehrlich, toll, also. Riecht super, tolles Bouquet, auch richtig frisch, aber nichts anderes habe ich erwartet. Ja. Ihr Lieben, und du? Genau, der Antrunk. Auf euch, zum Wohl, auf das Bier und auf den Genuss. Jetzt bin ich gespannt. Oh, ja, ach, Freunde, da wird's schwierig, Trinktemperatur liegt jetzt ungefähr zwischen 7 und 9 Grad, ich kann das immer schlecht abschätzen, weil hier Vollbeleuchtung ist, aber wir haben es gerade rausgeholt. Ich nehme nur einen zweiten, bevor ich was Falsches sage. Okay, also fangen wir mal an. Zunächst erstmal der Antrunk. Der macht erstmal Spaß. Ein unglaublich erfrischendes Weißbier. Das ist so richtig so, wow, das ist richtig spritzig, es ist erfrischend, das ist so biergartentauglich, aber auf 100%. Da setzt du dich draußen hin, ich habe schon gesagt, die Sonne brettert, ne, und dann hast du so ein richtig schönes Bier, was richtig gut läuft.
Wenn wir von einem spritzigen Bier sprechen, dann sind wir bei den Attributen her, wo ich immer sage, auf der Seite oder in der Schublade der dynamischen Biere. Das heißt, die ziehen sich gut weg, die haben keinen Schluckwiderstand, die haben keine Kanten und Ecken oder so, das alles harmonisch, das läuft einfach und erfrischt. Meistens ist es aber dann auch so, gerade beim Weißbier, dass es dann eben aber auch ein bisschen dünn ist. Und beim Antrunk war ich jetzt gerade eben ein bisschen überrascht. Ich hatte vorgestern Grünbacher gehabt, auch Bayern. Und ihr wisst, was ich meine, ne? Da diese Meisterweiße. Und das war ja wieder, ne? Das ist genauso wie Huber 21. Das ist dann so dieser Saft im Mund, ne? So dieses Dicke, wo man auch sagt. Und das habe ich hier eigentlich ehrlich gesagt erwartet, weil die helle Variante, also die Urweiße, tatsächlich in diese Richtung geht. Wir haben ja mehrere Tests damit gemacht. Und die ist halt so ein bisschen, ja, vom Mundgefühl her so ein bisschen, ihr wisst schon, was ich meine, saftiger. Die hingegen, wobei ich eigentlich bei einem Dunkeln noch eigentlich mehr erwarte, dass das noch saftiger ist, ist hingegen recht dünn, sag ich mal. Also das ist wirklich eher mild. Also nicht mild von den Aromen her, sondern mild so vom Trinkgefühl her. Also eher weich, ja, wie sagt man dazu? Ja, es erschlägt einen, es ist nicht wuchtig, genau, es ist nicht wuchtig. Und das merkst du halt beim Antrunk, ne? So, aber wie gesagt, lassen wir mal noch ein bisschen Temperatur anziehen. Ich werde jetzt mal ein bisschen länger auf der Zunge lassen, mal sehen, was passiert. So, dann kommt das, was ich aus der Brauerei so geil finde, die Hefe. Die meldet sich sofort, ne? Also das haben wirklich alle Biere aus der Brauerei, die Hefe, ey. Das ist wirklich, also das merkst du richtig. Das ist so richtig so, die sind so wie auf dem Kuchenbacken tut oder so. Das ist mal Pizza oder so, da kommt der Hefebrocken da rein, ne? Und so genau schmeckt das. Immer toll, ich liebe das. Ich mag das. So, und dann merkst du diesen Charakter von diesem Getreidefeld, den wir auch rausgerochen haben, ne? Also du merkst durchaus diese schöne Komplexität von diesem Malzkörper, finde ich richtig toll harmonisch abgestimmt. Nur dann, wenn dann so im Mittelteil angekommen ist und das merkst du dann auch sofort beim Runterschlucken, wird es ein bisschen dünner. Es wird so ein bisschen, ja, weicher, es wird so ein bisschen, ja, nicht so wuchtig, ne? Es ist diese Saftigkeit, die nicht da ist. Sprittigkeit, ähnliches ist auch nicht vorhanden. Das ist schon alles sehr gut. Und genau, und dann schluckst du es halt runter. Und dann hast du halt so einen leicht, ja, ich sag mal, säuerlichen Abgang noch vielleicht. Ne? Da wo du so ein bisschen Hopfen sogar noch merkst, aber da muss man sich wirklich schon ein bisschen mehr mit Bier beschäftigen, dass du den Hopfen wirklich gut rausschmecken kannst. Also ich könnte jetzt nicht sagen, welche Sorte das ist, aber das ist schon so, wo man sagt, so, der gibt ein bisschen Säure ab. Ja, spritzig. Unglaublich spritzig und süffig, das Ding, du. Freunde, an und für sich, also wenn ihr das habt, gebe ich euch eine Empfehlung, lasst es ruhig aus noch ein bisschen mehr Temperatur anziehen. Ich sage mal so ab 10 Grad aufwärts, da macht ihr nichts falsch, weil dieses Bier auch ein bisschen länger im Mundraum behalten, weil dann gibt es diese feineren Nuancen in der Textur frei, wo man dann auch wirklich auf der Zunge noch was hat. Weil das lädt dazu ein, wegzuächsen, weil es einfach so, ja, gut verträglich ist, es ist nicht wuchtig. Da setzt du an und kannst du trinken. Theoretisch kannst du es mitnehmen zum Baggersee. Da gehst du nicht mit den Karpfen sehen. Das funktioniert. Also von daher kein Problem. Subjektiv ist jetzt nur meine persönliche Meinung. Wenn ich die Wahl hätte zwischen dem Dunklen und dem Hellen, beziehungsweise die Urweiße, dann würde ich mich dann eher für die Urweiße entscheiden wollen, weil mir da die Saftigkeit mehr gefällt. Das ist dann mehr so von der Textur her, wo diese Saftigkeit da ist. Das mag ich ein bisschen mehr. Ja, deswegen finde ich auch sowas wie Grünbacher toll, ja, oder die Schneiderweiße Tab 7 zum Beispiel, oder die Huber 21. Das sind so die Sachen, wo ich gesagt habe, Mensch, das überzeugt durch diese unglaubliche Saftigkeit, ne, wo ich sage. Auch die Turmweiße könnte man vielleicht noch mit dazu ziehen, Eilinger jetzt nun weniger, aber um mal so einen direkten Vergleich zu haben, ne, also das heißt hier, weiß ich nicht, also da muss ich sagen, fand ich Erdinger Urweiße hieß die auch. Die fand ich da so ein bisschen saftiger noch, ja, von der Textur. Aber alles andere fasst es nicht falsch auf. Ich bin absolut nicht enttäuscht. Wir sprechen hier wirklich auf Meckern vom hohen Niveau. Das ist absolut Rohstoffqualität top. Die Hefe auch hier wunderbar, ja, wie sie in den Vorschein kommt. Und wenn es das Konzept ist, ein leichtes, gut verträgliches Biergarten-Weißbier rauszubringen, ein dunkles, ja, die Marktweiße, dann ist das hier auf jeden Fall aufgegangen. Dann passt das. Klasse Bier. Also da gibt es nichts zu kritisieren. Jo, Krone-Bewertung gebe ich nicht, aber ich gebe locker 5 von 5/6 möglichen Punkten.
Und da kümmere ich mich jetzt mal drum, ne? Ich sage nochmal schönen Dank an die beiden angehenden Braumeister aus der Weißbräu-Kesslern-Brauerei. Schönen Dank, dass ihr an mich gedacht habt. Und ja, wenn ihr wieder was Neues habt, schreibt mich ruhig an auf dem Insta. Ich freue mich auf jeden Fall. Ja, und vielleicht machen wir mal so und schicke ich euch mal ein paar Berliner Biere. Habt ihr da Bock drauf? Schreibt mir einfach mal auf Insta. Macht da bestimmt. Meldet, Leute. Also, das war's gewesen. Biersüffler ist draußen. Ich sage schönen Dank fürs Zuschauen, fürs Interesse und bis zum nächsten Mal. Ciao, der Biersüffler.